Ich heiße Axel Lechtenberger und bin von der Kiezrettung Rheingau-Taunus. Wir sind im Frühsommer von Mai bis Juli unterwegs, um Rehkitze aus den Wiesen zu retten. Wir werden von den Landwirten angefordert, um Scheuchen aufzustellen oder mit unserer Drohne, Kopter, mit Wärmebildkamera über die Wiesen zu fliegen, um Rehkitze zu finden oder zu verscheuchen. In den ersten Wochen nach der Geburt sind die Kitze nicht in der Lage zu flüchten. Das heißt, sie haben keinen Fluchtreflex, sie haben keinen Eigengeruch. Sie werden also nicht wahrgenommen von ihren natürlichen Feinden wie den Füchsen zum Beispiel. Mit unseren Scheuchen, die wir abends vorher aufstellen und morgens wieder aus den Wiesen rausholen, versuchen wir, die Tiere misstrauisch zu machen, dass die Kitze aus den Wiesen geführt werden. Sie sehen hier, dass ich eine der Scheuchen, eine selbstgebastelte Scheuche in der Hand halte. Das ist ein normaler Weidezaunpfahl mit einer Spitze. Dann haben wir eine Geräuschkulisse, einen Plastiksack, Flatterbänder, die bei Wind sich hin und her bewegen. Wir haben an den Seiten Stoffreste, die wir mit Vergrämungsmittel, die nach ungewaschenen Menschduften eingesprüht. Dann werden die Ricken, also die Mütter der Kitze, misstrauisch und führen ihre Kitze aus die Wiesen. Ich bin nicht nur im Verein Kiezrettung Rheingau-Taunus, ich bin auch Autor von Kinderbüchern und kindgerechten Wissensgeschichten und werde Ende des Jahres im Papierfresserchen Verlag mein neues Kinderbuch veröffentlichen unter dem Titel Lukas, der Rehkitzretter. Hierfür benötige ich noch 150 Vorbestellungen und es wäre toll, wenn ihr bei mir vielleicht bestellen würdet oder beim Papierfresserchen Verlag. Das Buch Lukas der Rehkitzretter ist illustriert, von mir illustriert, und ich würde mich freuen, wenn ihr das Buch bestellen würdet. Vielen Dank.